Grüß euch, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute mache ich Bracciole. Das sind italienische Rinderrouladen. Die werden ganz speziell gefüllt. Die Zutaten seht ihr ja bereits. Aber wie immer gibt es die Zutatenliste in der Infobox zum Nachlesen. Und wenn es euch interessiert, wie man diese leckere Rinderrouladen zubereitet in Tomatensauce, dann bleibt dran und Action! Hier haben wir die Zutaten für die Füllung der Bracciole. Glatte Petersilie, geriebenen Parmesankäse, Pinienkerne, eine kleine Zehe Knoblauch. Für 4 Rinderrouladen reicht diese eine kleine Zehe Knoblauch. Salz, Pfeffer und eventuell Schnur zum Binden oder Zahnstocher. So, dann wollen wir mal loslegen. Da kommt zunächst mal die glatte Petersilie drauf. Die schneide ich auch nicht klein. Jetzt kommen da noch ein paar Pinienkerne, wie schon gesagt, das ist rein optional. Die kann man auch vorher anrösten. Jetzt etwas Knoblauch. Etwas Pfeffer. Und Salz. Und jetzt Parmesankäse drauf reiben. Und jetzt wird sie aufgewickelt. Schön fest zusammenrollen. Die erste Roulade werde ich mit einer Schnur zubinden. Und so schaut das dann aus. So, ne? Okay, mache ich mal alle fertig. So, das sind uns alle die 4 Rinderrouladen und die braten wir jetzt an. Den Herd habe ich bereits angemacht und da gebe ich jetzt etwas Olivenöl rein. Und darin brate ich jetzt die Rouladen von allen Seiten an. So, nach ein paar Minuten können wir auch schon die Rouladen drehen. Die Rouladen sind jetzt braun genug und jetzt hole ich sie raus. Da gebe ich jetzt eine Zwiebel, eine kleingeschnittene rein. Gebe noch ein kleines bisschen Olivenöl rein. Jetzt kommt da vielleicht 1-2 Esslöffel Tomatenmark rein. Anrösten etwas. Und mit Rotwein ablöschen. So, den Rotwein jetzt unbedingt etwas einkochen lassen, wenn ihr keinen Rotwein verwenden wollt, weil ihr Kinder mit essen oder jemand keinen Alkohol trinkt, dann einfach gleich mit den Tomaten ablöschen. Kommen die Rouladen wieder rein. So, das, was im Teller zusammengelaufen ist, kommt natürlich auch mit in den Topf. Und jetzt gießen wir das auf mit passierte Tomaten. So, ich gebe noch eine Knoblauchzehe dazu, schön fein geschnitten, und ein paar Chiliflocken. Natürlich optional, wer das nicht scharf haben will, der lässt einfach die Chiliflocken weg. So, und das darf jetzt eine Stunde vor sich hinköcheln.
Die Bracciole haben jetzt eine gute Stunde vor sich hingeköchelt. Natürlich war da ein Deckel drauf. Und jetzt würze ich das mit etwas Salz und Pfeffer. Umrühren. Die Rinderrouladen werden mit einer Pasta serviert. Ich nehme Tortiglioni. Das Wasser kocht bereits dafür. Und da gebe ich mal ordentlich Salz rein. Warte, bis es noch mal richtig aufkocht. Und gebe die Nudeln rein. Die Rouladen sind nahezu fertig. Den Herd habe ich auch schon abgeschaltet. Und jetzt kommt eine Handvoll Basilikumblätter rein. Umrühren und das Aroma einziehen lassen in die Soße. Gut. Und jetzt müssen wir warten, bis die Nudeln soweit sind. Schön al dente gekocht natürlich. So schaut das fertige Gericht aus. Wer möchte, kann noch ein bisschen Parmesan-Käse auf die Nudeln geben. Jetzt hoffe ich, dass ich euch Lust auf dieses Rezept machen konnte. Dankeschön fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Video.